Was geht? Herzlich willkommen bei uns beiden. Snooze Lovers, genau so sieht's aus. Ich muss gerade gucken, ob ich die richtige Mütze aufhabe, aber es passt. Ja. Heute Cannadips und zwar die Case Collection. Das wird mega fruity. Bleibt dran. Nico, heute Case Collection von Cannadips. Mhm. Ich würde mal sagen, gerade dieses Thema ist ja in Deutschland gerade sehr präsent und deswegen haben wir gedacht, da holen wir doch die Dinger mal aus dem Schrank und knallen die mal euch auf den Tisch. Aber was man dazu sagen muss, es handelt sich um CBD-Pouches. Jawohl. Das heißt, das Ganze war schon vorher legal, vor der Legalisierung. Richtig. Wir haben hier 150 Milligramm pro Pouch, das ist gar nicht wenig. Da hauen die mittlerweile richtig gut was rein. Jawohl. Cannadips, zur Firma noch ein bisschen was gesagt, kommt aus den USA. Ja, aus dem Humboldt. Genau, das liegt in Kalifornien. Genau, die bauen den Hanf da selber an und ja, machen das wirklich ganz gut. Und dort gibt es auch Pouches mit THC. Ja. Muss man sagen. Genau. Da gibt es noch die kleine Tochterfirma, nennt sich Woon. Und die machen das gerade in Las Vegas, probieren das aus. Vielleicht kommt es irgendwann zu uns. Wer weiß das schon. Wer weiß, genau. Wir schauen. Heute haben wir auf jeden Fall CBD-Pouch von Cannadips auf dem Tisch liegen. Vier Stück in der Tat, alle in der Tat. 150 Milligramm. Milligramm. Jawohl. Hier ist kein Nikotin dabei. Also nein. Jeder, der jetzt denkt, ah geil, ich habe jetzt CBD und ich habe Nikotin, ist hier falsch an der Adresse. Reines CBD. Genau, reines CBD. Deshalb können wir zu der Wirkung jetzt gleich, das nehme ich mal vorweg, weil wir haben schon ein paar von den Cannadips getestet, können wir ganz wenig sagen, aber zu dem Flavor, ja, zum Geschmack. Da würde mir unser kleines Resümee für euch da lassen. Was man bei Cannadips schon immer wieder sagen kann, also bisher, glaube ich, alle Pouches, die wir von Cannadips hatten, die hatten einen wahnsinnig geilen Flavor. Ja. Das muss man einfach sagen. Und total. Da erwarte ich mir das Gleiche. Die Dose liegt zwar schon ein paar Tage, aber... Ja, das muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Ich würde bei dem Wein. Also zu lang darf es nicht liegen, aber wenn die ein bisschen liegen, dann sind die Beutelchen auch richtig feucht und richtig durchrungen. Durchrungen. Ne? Durchrungen. Ich sag dir das von Anfang an, Design, bin ich enttäuscht. Ja. Wie hat Cannadips gestartet? Cannadips hat halt die kennengelernt. Mit Blechdösel oder Aludösel angefangen, das stimmt schon. Aber man muss auch sagen, die sind immer so teuer wie am Anfang. Richtig. Ist halt auch ein Pluspunkt. Ja, ich sag ja, das ist ja immer so ein bisschen, machst du jetzt ein krasses Design, beziehungsweise hebst dich ab von der Masse und gehst von diesem Plastik weg. Aber ich sag dir das trotzdem, bei diesem Produkt sind die trotzdem schweineteuer noch. Und ob du da jetzt 2 Euro mehr zahlst, bin ich ganz ehrlich. Dann mach eine fucking Blechdose. Ja. Bin also ich so. Ich finde den Druck ganz geil, muss ich sagen, von der Motive her. Das hat was, das ist so richtig Ami-Style und ist irgendwie auch was Geiles. Ich finde auch die Cannadips-Schrift, die alleine, die könnte da nur auf der Dose stehen und das wäre brutal. Ja. Muss ich echt sagen. Was soll man anfangen? Ja, ich gucke gerade das Design ein bisschen noch an. Aber du, wir können auch... Ich würde schon gerne mal loslegen. Nee! Das mag ich gar nicht. Rootbier? Nö, das nehmen wir jetzt. Deshalb ich starte mit Rootbier. Nehmen wir fangen jetzt mal an mit der Grape Grenade. Was hältst du denn davon, Lars? Okay. Also, die Traubengranate. Ich bin mal wirklich gespannt. Oh, der geht auch. Oi. Hei. Der riecht wieder wie ein Ami-Bubblegum. Aber original. Deshalb liebe ich die Dinger so geil. Das ist für mich ohne Scheiß, warum drehen die Amis bei sowas so komplett am Rad. Ich pack's nicht, gell? Gott, ey, das ist wie wenn du in den USA in irgendeine Süßigkeitenladen reinläufst. Ja, ich weiß nicht warum. Das ist Wahnsinn. Irgendwas, wissen Gott, sie. Gott, ist das geil. Also die Pouches sind brutal trocken. Das ist aber bei Cannadips eigentlich so der Standard. Scheiße, ist das gut. Nur vom Geruchstoff bin ich komplett überzeugt. Packung, Verpackung, tippitoppi. Ja, das sind... deutsches Produkt. Deutsche Maschine. Jawohl, die laufen auf dem Band, patsch. Sieht man aber auch, muss man echt sagen. Also wirklich geile die Form Zellulose. Pardon. Ach, die Form? Die Form finde ich saugeil. Nicht slim, wie würdest du die Form? Ah, slim sind sie schon. Ja, aber wie würdest du die Form bilden? Oder was heißt slim? Sie sind... Die fühlen alles aus. Nee, es sind Standard-Pouches irgendwie so vom... Findest du, die sind schon massiv. Sind halt nicht arg gefüllt, ja. Gefüllt nicht? Nee, ich meine von der Form, dass er nicht so... Viereckig halt. Ja, finde ich cool. Finde ich super.
sind arg trocken, deshalb werden wir jetzt, bis wir deinen Geschmack bekommen, wirklich arg, arg lang brauchen. Ich sag dir, das sind Pouches, die haust du dir rein und du kannst die ohne Scheiß eine Stunde drin haben. Kannst du einen gemütlichen Abend machen auf jeden Fall. Also du haust die am Abend rein oder auf der Couch oder manche wollen es auch morgens. Mhm. Ich sag dir's, wenn du das Ding dir um 8 Uhr reinpanierst, dann holst du das langsam, aber ganz gemütlich um 9.30 Uhr wieder raus. Ja, das kannst du sagen. So eine Stunde, anderthalb kannst du die Dinger drin lassen. Da bin ich fest überzeugt von. Also die Wirkung von CBD, da kann man ja, das hatten wir schon so oft in Videos, kann man sich drüber streiten. Der eine sagt, es bringt was, der andere sagt, es bringt nichts. Ja. Soll eine beruhigende Wirkung haben, eine schmerzlindernde, sowas in die Richtung. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wir haben da noch gar nichts gemerkt. Ja. Und wenn man jetzt auch nicht merken, wenn wir die 4 Dosen ausprobieren, vielleicht gibt es Leute, die anders drauf reagieren, ich weiß es nicht. Genau. Man hebt sich einfach ein bisschen von der Masse ab, muss man hier auch sagen. CBD, da müsste ich persönlich mir mal ein paar Studien reinziehen, damit ich auch wüsste, wie viel, weißt du, Milligramm man bräuchte, um eine Wirkung zu haben und so, keine Ahnung. Ich glaube, es müsste ziemlich stark dosiert sein. Glaube ich auch. Mit was willst du weitermachen lassen? Ich wollte jetzt gerade sagen, geschmacklich, vom Geruch habe ich mir mehr erwartet, geschmacklich. Ja, weil sie so trocken sind. Sau trocken, also die brauchen Ewigkeiten, bis die durchlaufen sind. Deshalb würde ich sagen, wir riechen jetzt mal in die nächste rein. Ja, und hierzu mache ich, das verspreche ich, hier ist meine Hand, werde ich einen Langzeittest machen und werde es bei Instagram, wer noch kein Instagram von uns hat. Wenn ich die Dose dann abgefüllt habe. Wenn du sie abgefüllt hast. Selbstverständlich. Muss ja alles seine Norm haben. Richtigkeit, aber da werde ich auf jeden Fall Langzeit-Test machen für das euch. Das ist gut. Instagram gucken. Wir haben jetzt sau interessant, gerade vom Flavor dann. Ne? Hey, ich bin heiß auf die Dinger. Rootbeer? Rootbeer, ja. Das ist dein Ding. Ich hatte das früher, jetzt leider kostet ja nichts, die Dinger. Ich habe das früher geliebt, Rootbeer. Ja. Mittlerweile. Dann leg ich mal rein, ob dich. Ja, vom Geruch finde ich es schon geil. Ja, ich komme mit diesem Rootbeer-Geruch mittlerweile besser klar wie diese Döschen. Rootbeer ist aber auch, muss man sagen jetzt, also wo ich das jetzt gerade in der Nase habe, ich habe es ja früher gehasst. Ja, ja. Aber es passt ziemlich geil zu einem Snooze. Mhm. Ja? Ja, passt einwandfrei. Ich wollte gerade sagen, Rootbeer erinnert mich immer so ein bisschen an eine, du hast einen tabakhaltige Pouch, einen offenen, vielleicht von Skoll, Wintergreen und du rutschst das in die Dose rein oder in die Flasche. Hat man früher so gemacht. Stimmt. Genau so schmeckt das. Das ist wirklich so ein bisschen. So riecht es? Mhm. Ich schmecke weiß ich nicht, aber genauso riecht es. Aber es ist geil, weil es hat so ein bisschen so einen Tabak-Touch irgendwie, gell? Hat man so das Gefühl. Also wir gehen hier mit der Zunge hin und wenn du mit der Zunge hingehst, kommt fast kein Geschmack raus. Da seht ihr mal, wie trocken die Teile sind. Aber warum machen die das trocken? Weil es, glaube ich, darauf angelegt ist, dass man es ja auch eine Weile drin hat. Weißt du, das sind keine so 15-Minuten-Pouches. Dafür sind sie auch zu teuer. Ein Nikotin-Rush, ja, haben ja auch kein Nikotin, aber ich glaube, das sind Pouches, die du einfach über eine Stunde gemütlich zum Wellness drin hast und im Stein CBD zu dir. Ja, hast recht. Hast recht, ja. Deswegen sind die so trocken. Dann, ja, das wäre zu verschwenderisch, wenn man das einfach. 100 Pro? Ja. 100 Pro? Ja. Wir haben ja auch nur 10 Milligramm pro Pouch. Ah, 150 Milligramm pro Dose. Ah, pro Dose? Dann musst du, wie viel sind da drin? 15 Pouches dann. Okay. Dann haben wir 10 Milligramm. Da ist halt die Frage, wie hoch muss CBD dosiert sein, dass man was davon merkt. Wenn sich da jemand näher auskennt, bitte in die Kommentare, klärt uns auf. Ihr wisst, wir lieben unsere Community und lasst uns da bitte einfach Bescheid wissen. Wenn du also vielleicht weißt, wie viel man da braucht, dass man irgendeine heilende Wirkung hat. Die Pouch habe ich jetzt gerade mit der Zunge mal richtig penetriert. Mhm. Oh, jetzt musst du auch, ja, aber stimmt. Aber dann kommt der Flavor richtig, dann ist es geil. Ja. Passt saugut. Hätte nie gedacht, dass ich irgendwann mal einen Rootbeer-Pouch drin habe. Also, geil, dass man sich daran wagt, aber gut, ist ja Ami-Ding. Jetzt bin ich mal ganz arg gespannt. Die Sorte heißt The Palmier. Palmier. Es kommen bestimmt wieder ganz viele Kommentare und das heißt doch natürlich, wisst ihr das nicht? Weißt du es nicht? Ja. Gott, verdammt, was ist denn das? Palmi? Weißt du es nicht? Nee. Das ist doch ganz lade Pflaume. Das ist meins wirklich? Kannst du das sagen? Nee, Plump. Plump, ja. Beglückt. Was ist denn das? Wir blenden es euch unten ein. Versprochen, wenn ich es nicht vergesse. Gott, was ist denn das? Irgendwoher kenne ich den Geruch, aber ich kann es nicht zuordnen. Was könnte das sein? Palmis, ne? Also wir haben ja auf jeden Fall was
mit einem Golf zu tun, weil du siehst hier, hier ist das schöne Karo-Muster für den Golf. Kann das eine Tanne, und, Tanne guck mal, sein? Oder ja, Tanne? Vielleicht. Und guck mal, hier ist das Golfhähnchen. Was zum Teufel soll das sein? Das ist auf jeden Fall an Golf angelehnt, das ganze Gerät. Mhm. Ja, vielleicht ist es so. Also, wer sich mal das Social Media Game von Canadips anguckt, der weiß auch, die geben sich's manchmal und gehen wirklich nach dem Genuss ihrer Produkte, gehen die als mal golfen. Ja. Das ist wirklich saulisch, das müsst ihr euch angucken, ist super. Oh, ich habe jetzt perfekt, guck mal, siehst du das, wie das schon leicht. Wie ein Briefkuvert hast du ein bisschen. Ist das vielleicht eine Blütensorte, dieser? Das könnte schon sein. Also, unsere Zuschauer sind schon schlauer. Wenn ich es eingeblendet habe. Ich sag, das ist eine Blüten. Weißt du, was verdammt lustig ist? Das ist eine Blüten Sorte, mhm, die sie jetzt hier in die Pouch eingebettet haben. Und Nico, so kommt der Geschmack aber ganz frisch raus. Ja? Scheiße, sind die gut vom Geschmack. Die werden in den USA nicht unter 21 Jahre verkauft. Crazy. Obwohl es CBD ist. Crazy. Ich glaube, bei uns gibt es bei uns eine Altersfreigabe für CBD? Ich glaube nicht. Gibt doch auch CBD-Öl und Krusch, das tust du ins Kochen, da essen die Kinder mit wahrscheinlich. Das tust du ins Kochen. Also nein. Entschuldigung. Lars, ich hab den jetzt ausgelassen, weißt du wieso? Nee. Weil ich auf den hier ganz arg gespannt bin. Achso, dann darfst du das machen. Das wird genau mein Ding sein. Cinnamon, aber mach die Taktik. Cinnamon sieht scheiße aus, aber... Das ist so ein absolutes Ami-Ding. Mm. Wie Wintercream, mm, wie vielleicht auch Rootbeer. Ja. Cinnamon, gell? Ja. Das ist so richtig also Zimt. Im Kaugummi, das sind alle ja drin bei der Amis. Aber warum ein Hot? Also dann geben wir von halt scharfe. So ein bisschen, ja. Scharfe Zimti. Stark. Ich bin gerade zu Weihnachten in den USA. Ohne Scheiß, ich bin gerade in so einer richtig großen USA-Mall unter so einem 10 Meter Weihnachtsbaum und laufe durch die Lebkuchenabteilung. Gut, ist das gut. Fuck, sind die Flavor gut. Ich will auch so einer. Das ist brutal, gell? Ich scheiß auf die Palmi. Was machen die Amis da anders? Ich glaube, die übertreiben es einfach. Die knallen rein. Ich glaube, denen einfach Geschmackszeug in ihrem Labor liegen, wo es nur in den USA gibt, könnte ich mir vorstellen. Oh, scharf. Heilige Scheiße, ist das scharf. Echt? Mit meiner Zungenraspeltaktik kommt die Schärfe da brutal. Zungenraspeltaktik. Kommt die brutal schnell raus. Nico, scheiß drauf, mach. Gott, ist das scharf. Ja, das ist widerlich, da drauf rumzuhören. Ja, Geschmack. Jetzt richtig neu. Geschmack stark. Du brauchst halt einfach eine halbe Stunde, bis der Geschmack mal kommt. Deswegen, ich gehe für Zunge. Euch mit der Zunge aber ganz tief ran. Du wirst lachen, der wird sogar da scharf. Scheiße, ist das scharf. Meine Zunge, aber die Zunge hat ja verschiedene Bereiche, wo was. Ich glaube, vorne an der Spitze. Das liegt jetzt gerade am Zimteck. Ja. Ah, oh, stark. Ich habe ein Favorite. Ich glaube, wir haben schon dappig von der CBD-Pouch. Ja. Jetzt habe ich so ein bisschen Screen. Ich bin durch. Ich habe ein Favorite. Wobei, ich muss noch mal ein bisschen widerlegen, weil ich glaube, dass dieser Zimtgeschmack voll penetrant wird. Lass mal das Ding. Ich finde den so geil. Ja, ich weiß nicht. Ich habe nur Angst, dass der penetrant ist, aber wenn ich jetzt eine kaufe, oh, müsste, eine Dose. Wie Zimtschnecke, ey. Ja, wenn ich eine Dose kaufen müsste, Cinnamon, da wäre ich am Start. Boah, was sowas von, hey. Ich bin bei. Ich hätte die lecker. Ja, ja, Nico, ich riech's. Geil. Also wie so eine richtig frische, ja, übertriebene Zimtschnecke. Ja, sau gut. Sau gut. Also. Also Wirkung müssen wir einfach wieder sagen. Weiß nicht, vielleicht sind wir jetzt schon ein bisschen halber high hier beim Review, aber ich glaube es fast nicht. Aber die Geschmäcker, da kommt nichts ran. Da kommt nichts ran. Boah. Und scharf wird er jetzt. Uiuiui. Cinnamon Hot, mhm, ist mein Favorite der ganze Palette. Glaube auch. Ich weiß nicht, was das Palmi ist. Mhm. Das war halt nicht frisch. Bin eher so der Bier war auch noch ziemlich gut, muss man sagen. Ja, und Bier war auch nicht schlecht. Also geschmacklich kann man hier durch die ganze Palette eigentlich nichts falsch machen. Wenn ich jetzt eine Dose mit heimnehmen müsste, wärst du mein Herzblatt, Cinnamon? Würde ich auch, ja. Würde ich auch sagen, definitiv. Also, ich würde sagen, nicht ganz günstig. Weil die Geschmäcker, das müssen wir schon erlebt haben. Und wenn man es zum Neischnuffel nimmt, um sie mal geschwind in die USA zu beamen. Ehrlich. Mega, mega geil. Muss man echt sagen, nur von was geht an Geschmack. Also, die deutsche Hersteller, ich weiß nicht, ob die das hinkriegen würde. Ich glaube es nicht. Muss ich wirklich sagen, weil das ist geisteskrankes Zeug. Fantastisch. Es sind nicht ganz günstig, die Teile. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt, zieht euch auf jeden Fall mal so ein Cinnamon oder eine andere Pouch. Zum Schluss werden wir ganz ruhig.
Weil der Lars sagt jetzt seinen Spruch mit der Glocke. Genau. Die Glocke adoptieren, nicht vergessen bitte. Genau, und abonnieren und was alles machen könnt. Daumen drücken, alles. Macht was ihr wollt, ich mach's auch. Wir verabschieden uns, macht's gut. Ciao, ciao.